Hallo meine Lieben, euer Blüxhummer wieder am Start und wir spielen heute die Level von Eric oder White Bites auf YouTube. Aber hier heißt er Eric und deswegen nenne ich ihn so. Und er hat mir eingeschickt Escape from the Prison und man sieht schon deutlich, dass es sich um ein schweres, aber gutes Level handeln könnte, weil es hat 5 Sterne, aber es hat noch keiner geschafft. Und er hat mir zusätzlich geschrieben, ob ich sehe, was ich mir bei dem Level gedacht habe. Was er sich bei dem Level gedacht hat. Und ja, mal schauen, ob ich das erkenne. Und ja. Mein erster Gedanke ist natürlich bei Prison Break, der Serie. Ich weiß nicht, ob die jemand kennt. Und, ah, okay, cool. Hier kommt eine Bombe. Die Serie ist richtig gut. Fand ich. Also ich habe sie gesehen. Ich weiß gar nicht, wie lang das schon her ist. Locker 8 Jahre. Hatte 4 Staffeln. Und ja. Bei der Serie war das so, dass man in der ersten Staffel aus dem Gefängnis ausbrechen musste und hinter einem Klo ging's los. Okay. Ich bin natürlich gespannt, wie das jetzt funktioniert. Ich muss hier wahrscheinlich ein bisschen mehr denken. Okay. So, den brauchen wir nicht. Ist hier was drin? Nein. Ah, in der Röhre vielleicht? Oder sterbe ich da? Okay, das, ich sehe jetzt schon, das wird ein Denklevel. Und ja, in der anderen Röhre unten habe ich gesehen, dass eine Bombe eingerahmt war in der Wand. Und ja, vielleicht brauche ich die. Aber ein Pilz ist schon mal nice. Okay, ich könnte nach oben gehen. Glaube ich. Kann ich? Nee, muss ich gar nicht. Außer da versteckt sich irgendwas, aber ich glaube mal nicht. Gut, wir schauen jetzt mal. Genau, hier können wir rein. Hm. Wir müssen da hinten rein. Ja, okay, dann nehme ich Kauf. Den Hit. Und hier kommen wir runter. Mal, ja, okay. One-Up. Powerblock. Okay. Also mit dem Powerblock kann ich den Muncher töten. So. Ja, ist auf jeden Fall schon mal sehr gut aufgebaut. Wo ich jetzt glaube, dass ich es mir verbockt habe. Weil ich den Pilz hier verschwendet habe. Und das kann gut sein, ja. Ich weiß nicht, ob der Pilz wieder zurückkommt. Ich schau mal. Ach, da unten war auch noch eine Bombe. Okay, der Pilz kommt nicht zurück. Das ist nicht gut. Ja, mit der Bombe kann ich... Warte. Ich schau mal, ob ich hier unten vielleicht so schnell sein kann, dass ich die Bombe mitnehmen kann und hier irgendwo gebrauchen kann. Die bräuchte ich eigentlich für hier, ne? Ich probiere das jetzt mal aus. Und ich muss wahrscheinlich eh neu starten. Weil ich es mir, glaube ich, schon verbockt habe, weil der Pilz nicht respawnt. So, ich schau mal, ob ich mit der Bombe da hinkomme. Oder ob es sehr knapp wird. Wenn ich sterbe, dann sterbe ich. Und jetzt muss ich es gleich loslassen. Okay, es klappt auf jeden Fall von der Zeit her. Sogar ziemlich gut. Dann schauen wir mal, was hier ist. Hier ist... Hier kann es nach oben, okay. Und wir brauchen P-Switch. Hier ist, glaube ich, nichts mehr. Ich glaube, die Bombe müssen wir hier drauf schmeißen. Oder hier rein. Ich probiere es jetzt nochmal. Mit der Bombe. Diesmal mache ich es ein bisschen schlauer. Genau. Wenn ich groß bin, könnte ich da noch so einen Block zerstören. Ich glaube, der wäre dann auch dauerhaft zerstört und dann würde ich mir auch Zeit sparen. Das muss ich dann beim nächsten Durchgang mir, ja, dann mich daran erinnern. Gut, jetzt ist hier die Röhre frei. Aber wir kommen nicht rein. Kommt hier was raus? Ah, hier kommt eine Bombe raus. Okay, das ist sehr, sehr gut. Und die brauchen wir dann, denke ich mal, hier. Genau. Jetzt nochmal dasselbe. Wow. Okay. Jetzt dachte ich schon, ich werde getroffen. Aber so soll es ja nicht sein. Nein. Ja, warum mache ich es so umständlich mit dem Trampolin? Ich kann es ja auch einfach so machen.
Jupp, jetzt müsste es reichen. Jawohl. Okay, die wieder weg, genau. So, jetzt haben wir hier einen P-Switch und damit können wir im Hauptraum weiter. Woo. Das ist echt Prison Break Feeling. Das hast du sehr gut gemacht bisher. Wobei ich immer noch glaube, dass ich es verkackt habe, weil ich den Pilz verschwendet habe. So, ich... aktiviere ich den jetzt? Ja, ich muss ihn aktivieren und ich versuche mal durchzurennen. Leichter gesagt als getan. Wir haben drei Wege. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass ich den P-Switch noch brauche. Yoshi! Okay. Wie komme ich an Yoshi ran? Ich brauche hier... ich denke mal einen Koopa-Panzer, um den Block zu öffnen. Und da müsste dann... das spawnt dann wahrscheinlich ein Trampolin, damit der Yoshi nach oben katapultiert wird und ich ihn kriege. So, dann schauen wir mal. Und die Knochen drücken sind die Wachen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, worauf der Erik hinaus wollte. Mit auf was ich kommen soll. Aber vielleicht habe ich es ja schon entdeckt und auch mehr oder weniger schon gesagt. Bloß halt nicht so offensichtlich. Okay, hier sind die Boos. Das ist sehr gefährlich hier. Ich schau mal in die andere Röhre rein. Was die zu bieten hat. So. Und hier sind wir... wo sind wir hier? Oh, sterbe ich hier, wenn ich da drauf gehe? Puh. Das weiß ich nicht. Sterbe ich, wenn ich auf die Pfeile gehe? Ich probier's mal. Ja, ich sterbe. Shit. Okay, dann bis gleich. So, ich schau mal nochmal hier, ob ich irgendwas übersehen habe. Genau, ich nehme den Pilz mal. Und ich kann die Platten ja wieder respawnen lassen. Genau. Ah, warte, warte, warte. Dann öffne ich doch das gleich mal. Dann habe ich es nachher ein bisschen leichter mit der Bombe. Okay. Öffne ich das auch gleich. So, jetzt gehe ich nach hinten. Und ich hoffe, ich habe... beziehungsweise, ich habe das wahrscheinlich schon richtig gemacht vorher. Oder? Ne, hier brauche ich die Bombe, hier brauche ich die Bombe, hier brauche ich die Bombe. Okay. Dann... genau, ich kann den Pilz ja mitnehmen, ne? Ja. Okay, Bombe, komm her. Bombe. Oder ich spin einfach hier. Okay, kommt da was raus? Oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ach. Ah, da kommen mehrere Bomben. Ah, okay. Gut. Ich komme nicht mehr hoch. Das ist nicht gut. Oder? Ja, doch, ich komme noch hoch. Aber ich habe den Pilz wieder verschwendet. Das ist nicht gut. Genau, ich versuche den Pilz beizubehalten. Ja, aber warte mal, wenn das alles nur für die Bombe gemacht wurde, dann brauche ich das ja gar nicht. Kann ich es ja so machen. Ups. Und geprobt. Oder? Ja, shit. Jo, also ich kann das hier skippen, weil die Bobber, die respawnt ja. Sprich, ich brauche die nicht. So, das mache ich mal weg. Genau. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ach, hier komme ich auch nicht weiter. Ich kann die hier entzünden, ne? Genau. Jetzt, ja, okay. Gut, auf den Pilz kacken wir mal. So. Und dann sind wir jetzt gleich wieder im Hauptraum. Gut, dann schauen wir doch. Oh man. So, jetzt bin ich endlich wieder im Hauptraum. Okay. Ich habe ein paar Mal dumm gefailt. Liegt vor allem daran... so, dann bin ich wieder im Hauptraum. Und... man braucht ungefähr 2 Minuten hierher. Das ist Backtracking technisch gesehen richtig doof. Hier werden Checkpoints sehr angebracht. Hier mal ein Trampolin. Ich traue mich nicht, das hier einzusetzen. Ich schau mal hier. Okay, da komme ich hoch. Okay, interessant.
So, was war nochmal in einem anderen Raum? Hier bin ich vorher gestorben, glaube ich. Ah ja, genau, da habe ich diesen einen Test gemacht. Den mache ich jetzt nicht nochmal. Ich glaube, da brauche ich dann Yoshi. Das bedeutet, ich muss hier einen Panzer oder irgendwie sowas finden. Aber das wird schwierig, weil hier komme ich ja... Obwohl, ich hoffe, er hat so getimt, dass man da hochspringen kann, ohne verletzt zu werden. Okay, sehr gut. Puh, und da ist tatsächlich ein Cooper-Panzer. Den brauchen wir. Und hier ist eine Ranke. Okay, gut. Sehr schön. Also wie gesagt, den Checkpoint, den vermisse ich hier im Hauptraum. Ich hoffe, es kommt noch ein Checkpoint. Aber wenn nicht, dann würde sich es erklären, warum das Level noch keiner abgeschlossen hat. Was ein bisschen schade ist, weil das Level ist wirklich gut. Finde ich wirklich gut. Ideenreich und so. Dieses Backtracking-Zeugs, wenn man einmal tot ist, das stört halt sehr. Okay. So, ich hoffe, wir kriegen jetzt den Yoshi. Ohne Probleme. Warte, brauche ich den Panzer nochmal? Ah ne, okay, den kriege ich gar nicht mehr. Okay. Yoshi! Gut. Dann kommen wir jetzt in dem anderen Raum weiter. Die Bomben könnten wir theoretisch schlucken, aber das würde uns nichts bringen. Außer... ein Yoshi mit Explosionsgefahr. Gut, ah, hier brauche ich eine Flamme für Yoshi. Das kann gut sein, dass ich eine Flamme brauche, genau. Ich gehe auch mal stark davon aus. Und jetzt können wir hier rein. Okay. Body time. Okay, hier wäre die Flamme. Dann schlucken wir die mal. Aber ich habe jetzt keine Ahnung, was da unten ist. Aber ich will es auch gar nicht ausprobieren. Vielleicht kommen wir da später nochmal hin. Keine Ahnung. So, hier zünden wir erstmal die Bomben an. Bam! Okay. So, diese Knochen, die nerven. Die haben mich vorher ein paar Mal umgebracht. Und da musste ich wieder 2 Minuten Backtracking machen. War natürlich auch meine Schuld, das ist klar. Boah, es hat halt ein bisschen gestört. So, den Powerblock. Den könnte ich mir eigentlich vom Anfang wiederholen. Ach, die kann ich töten. Okay. Den kann ich vom Anfang holen, weil ich den Powerblock da gar nicht gebraucht habe. Ah, das mache ich mal nicht. Den Yoshi kann ich nicht töten. Nee. Hier in die Röhre kann ich rein, okay. Hier kann man überall reingehen. So, wir brauchen auf jeden Fall einen Powerblock. One-Up. Pilz wäre auch nicht schlecht. Ein Stern. Den muss ich jetzt quasi nehmen. Oder kann den Yoshi schlucken? Ja, den kann Yoshi schlucken. Okay, sehr gut. Dann brauche ich den gar nicht zu nutzen. Okay. Und wir sind groß, genau. So, hier kommt ein Knochentrocken raus. Hier komme ich nicht rein. Und hier mal ein Bowser mit random Flammen. Okay, Gott sei Dank kam man hier rein. So konnte ich flüchten und hier ist ein Powerblock, nehme ich an. Ein Trampolin, okay. Hier muss ich hoch, ne? Und hier ist der Powerblock. Okay. Gut. Ja, ich will Yoshi natürlich behalten. Das heißt, ich nutze den Stern mal. Und nehme den Powerblock mit. Und jetzt bin ich gespannt. Ja, genau. Das ist sehr gut, dass ich den behalten habe, den Stern. Weil hier kann ich jetzt durchrennen. Und die auch alle töten. Genau, perfekt. Und mancher auch tot. Yay. Gut. Eine Feuerblume. Ist hier das Ziel schon? Hier ist das Ziel schon, wow. Ja, okay, dann war das mit dem Checkpoint vielleicht... Oh, hier ist ein Stern. Dann brauchte man tatsächlich wahrscheinlich keinen Checkpoint. Wobei es natürlich... Yep. Ganz dicker Minuspunkt am Ende nochmal. Oder komme ich hier ran? Nee, ich komme hier nicht ran. Ja, ich kann das Level jetzt nicht abschließen, außer ich mache alles nochmal neu. Und das ist... das ist ein Minuspunkt, ja. Ja, tut mir leid. Aber ansonsten war das Level echt gut. Aber hier... fehlt die Bombe. Leider, leider, leider. Stern kriegst du trotzdem. Aber... ja, ich werde es jetzt, denke ich mal...
noch abschließen. Einfach so zum Spaß, dauert wahrscheinlich 5 Minuten. Aber ich werde es jetzt nicht mehr zeigen. Oder doch, ich zeig's noch schnell. Oder ich mache jetzt einen, ja. Ich zeig's noch. Okay, hier brauche ich jetzt eine Bombe. Und ich werde da jetzt nicht hochgehen. Okay, ach, der wirft Bomben. Okay, dann warte ich jetzt, bis er das Ziel aufspringt. Beziehungsweise ich gehe nach oben. Und ja, schmeiß die Bomben dahin. Oder ich bin einfach geduldig. Aber ich bin nicht geduldig. Ja, auf jeden Fall hättest du hier noch, ja, eine Bombe mit einer Röhre platzieren müssen. So dass die halt immer nachkommt, selbst wenn man den schon umgebracht hat. Ich glaube, ich bin hier falsch. Ich gehe mal hier hin. Genau. Oder er. Ah, okay. Er hat das hier aufgesprengt. Das heißt, ich kann eigentlich. Ah, er hat es auch hier aufgesprengt. Also ich hätte auch theoretisch nach oben gehen können. So. Ja. Den können wir nicht besiegen ohne Sterne. Beziehungsweise wir müssen den wegbomben. Und deswegen gehen wir einfach ins Ziel. So. Damit ist das Level jetzt auch offiziell abgeschlossen. Ich glaube, ich habe jetzt hier nochmal 3 bis 4 Minuten für den Run gebraucht. Ja, also die Leute, die hier den Boss besiegt haben mit einem Stern oder so. Oder so wie ich halt vorher, die werden das Level wahrscheinlich nicht nochmal machen. Also ein Checkpoint fehlt schon. Wie ich finde. Aber ansonsten war es ziemlich gut gemacht. Und jetzt interessiert mich aber noch eine Sache. Denn es gab noch einen Raum, wo ich nicht reingegangen bin. Deswegen speichere ich das Level mal. Beziehungsweise einen Ort, wo ich noch nicht reingegangen bin. Private Speicherwelten. So. So. So, ich will noch sehen, was in dem einen Level war. Also hier war ein Smiley am Ende. Genau, ich weiß nicht, was genau du jetzt gemeint hast, was auf was ich achten sollte. Beziehungsweise ob ich was ich entdecken sollte. Aber naja. So, wo war denn das jetzt hier? Das war hier, ne? Genau. Hier hätte mich der Tod erwartet, okay. Das ist aber gemein, ne? Hier hätte mich echt der Tod erwartet. Naja, okay, gut. Andererseits, ja. Also, war ein sehr schönes Level, wie ich finde. Ja. Das am Ende hätte nicht sein müssen. Oder halt generell die Power-Ups, die man braucht, immer in der Röhre platzieren. Zum Beispiel auch hier den Cooper. Andererseits kann man sich hier die Ausrede suchen, ja, es ist ein Prison Break und da hat man auch nur eine Chance zu entkommen, sonst ist man tot. Und von daher passt das schon. Jo. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao, euer BlueX2.